Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute wieder einen Shein-Try-On-Haul für euch. Das heißt, ich werde euch wieder die Sachen zeigen, wie sie an mir ausschauen. Und bevor wir jetzt gleich losstarten und ich euch zeige, was ich so geshoppt habe, zeige ich euch noch vorher meinen Rabattcode. Ihr könnt nämlich mit Diamanta 15% sparen ab einem Einkaufswert von 49 Euro. So, kurz nachdenken müssen. 49 Euro. Steht aber auch alles unten nochmal in der Videobeschreibung, genauso wie alle Sachen, die ihr jetzt gesehen werdet, sind unten verlinkt. Das heißt, ihr könnt einfach draufklicken und schon habt ihr das Teil quasi vor euch und könnt es begutachten. Aber genug gelabert, jetzt geht's mit der Shein-Haul los. Als erstes zeige ich euch gleich mein Lieblingsteil. Das ist nämlich ein richtig typisches, cooles It-Piece. Man sieht's aktuell, finde ich, bei ganz vielen Bloggern, wenn man auf Instagram herumgurkt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ich brauche auch sowas. Deswegen habe ich mir das hier geholt. Ich liebe es abnormal. Das ist ein Mantel. Also man betitelt es als Mantel. Es ist nämlich aus einem eher dickeren Stoff. Schaut aber wie ein Karohemd aus. Naja, so wie ein Oversize-Karohemd. Auf jeden Fall hier dieser Mantel im Karo-Design mit so dunkelrot und weiß. Und hat auch so Knöpfchen. Ich zeige euch mal, dass es vom Weiten ausschaut. So, ich stecke mal hier kurz drauf. Auf jeden Fall ist es ein richtig, richtig cooles Teil. Man kann das zu Leggings anziehen, zu schwarzen Jeans, zu blauen Jeans. Ich würde auf jeden Fall unten was Weißes anziehen, weil es einfach cool und hell und ja, ich liebe das total. Es schaut einfach mega cool aus. Und ja, damit ist man auf jeden Fall ein Hingucker. Auf jeden Fall ein richtig modernes Teil. Ich liebe es abnormal und es wärmt auch. Man kann es auch als Übergangsjacke anziehen jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird. Finde ich richtig schön. Weiter geht's. Bleiben wir gleich bei Oberteilen. Ich habe da nämlich noch so ein paar coole Oberteile. Ich liebe ja so, wie ihr vielleicht schon, na, kennt man gar nicht so. Aber ich liebe ja so flauschiges Teddy-Material. Und das ist einfach so eine coole Weste. Schaut euch mal das an. Oh, grau. Ich liebe grau. Ich finde grau, also die Farbe grau, gibt mir einfach so ein Wohlfühlgefühl. Wohlfühlgefühl. Ich finde, das ist einfach so kuschelig. Für mich schaut grau einfach super bequem aus. Und hier hat diese Weste oben auf jeden Fall so einen weißen Stoff, der auch sehr, sehr weich ist. Wie würde man das nennen? Ich habe keine Ahnung. Ich zeige euch, wie das ausschaut. Das ist auf jeden Fall so eine Kuschelweste. Kann man so einfach, ja, entweder zum kurz drüber werfen anziehen, kurz rausgehen, Kinder abholen von der Schule, Kindergarten, was auch immer. Einfach super bequem. Oh mein Gott, so bequem. Das ist so schön und flauschig. Oh Gott, ich bin verliebt. Dann gibt es dazu eine Weste, eine Kapuze. Oh bitte, wie cool hat das aus. Ach, ich mag das. Das schaut so kuschelig. Okay, da schaut das vielleicht ein bisschen doof aus, aber schaut das nicht cool aus und kuschelig und alles auf einmal. Kann man auf jeden Fall auch zumachen. Hat hier so Knöpfe und hat auch so Taschen. Schaut so aus. So schaut es angezogen aus. Also ich finde richtig bequem und kuschelig. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie cool das ausschaut. Ich liebe Leo. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Leoprint. Bitte, wie schön, bitte, wie cool. Oh nein, ist das nicht mega? Ich finde, das ist so schön. Einfach verliebt. Einfach verliebt. Oh, bitte. Oh mein Gott. Kuschelig. Und es ist kuschelig. Und es schaut cool aus. Und es schaut kuschelig aus. Und es ist kuschelig. Und es ist einfach perfekt. Perfekt. Oh mein Gott, perfekt. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Ich weiß nicht, mögt ihr auch so Leoprint? Ich weiß nicht, bei mir, wenn ich irgendwo Leoprint sehe, egal ob es jetzt auf Klamotten ist oder auf irgendwelchen Sachen, sagen wir mal, auf ein Buch oder so, also so ein Planer, eine Notiz, auf ein Notizbuch oder Taschen oder was weiß ich nicht, Schuhen, dann habe ich sofort so, oh, ich muss das haben. Mir geht es auf jeden Fall mit Leo. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr kuschelig. Ja, also hier ist so ein braunes Teddy-Stoff, Teddy-Stoff. Und da ist auch so ein Teddy-Stoff, also, aber ein bisschen anders, so ein bisschen leopardiger, keine Ahnung, auf jeden Fall softer und der ist ein bisschen wuscheliger und ja, hat mit Reißverschluss hier zum Auf- und Zumachen. Ich habe das auch ein bisschen größer genommen, ich mag das ja total gerne, das ist sogar XL, also da müsst ihr immer schauen, aber bei Shein ist das so super, wenn ihr zu Hause ein Maßband habt,
misst euch einfach immer ab, bei der Brust oder beim überall, und da könnt ihr einfach keinen Fehler machen. Dann kauft ihr euch die Sachen wirklich in der Größe, in der ihr sie haben wollt. Und ja, wie schon erwähnt, ich mag die Sachen halt eher größer und deswegen habe ich sie in XL genommen, ist dafür aber ein bisschen halt größer und bequemer und ich fühle mich da drin nicht, dass ich so platze. Und das ist bequem. Ja. Zur Abwechslung machen wir mal mit einer Hose weiter, würde ich mal sagen. Und ich habe mir eine neue Jeans bestellt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Jeans ist immer so ein bisschen gefährlich, finde ich. Also, weil ja man nie wissen kann, passt die denn wirklich? Schaut die genauso aus? Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So schaut die Jeans aus. Also eine blaue, stretchige Jeans. Dann hat die hier so Risse. Ich mag ja so gern Destroyed Sachen. Und hier unten hat sie halt so einen coolen Bund, ne? Seht ihr das? Ein cooles Bündchen. Ist auf jeden Fall so hochgekrempelt und so angenäht. Also kann man jetzt auch nicht zurückmachen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das ausschaut. Hier hinten hat sie auch nochmal so Risse, so als hätte mal eventuell mit einem Tiger gekämpft und ja, oder der Hund hat im Po reingebissen, so auf die Art. Bin auf jeden Fall gespannt, werde die jetzt gleich mal für euch anziehen. Das ist die Jeans. Ich habe voll vergessen, dass es eine High-Waist-Jeans ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie, glaube ich, ein bisschen zu groß bestellt. Also sie ist eine Stretch-Jeans und ja, da würde auf jeden Fall noch ein bisschen was reinpassen. Aber sie sitzt trotzdem gut. Also ich glaube, wenn ich einen Gürtel dazu anziehe, schaut das Ganze richtig cool aus. Ich kaufe ja normalerweise Jeans immer im Geschäft ein, weil dann kann man sie probieren. Jeans schauen auf allen Menschen verschieden aus. Auf jeden schauen Jeans anders aus, oder? Findet ihr nicht? So, meine Lieben, ich sitze gerade beim Schnitt dieses Videos und mir ist aufgefallen, dass ich leider eine Datei gelöscht haben muss von einem Teil, das ich nicht gezeigt habe. Bitte nicht wundern, ich habe eine kleine Fieberblase. Aber ich wollte euch dieses Teil nicht vorenthalten, deswegen zeige ich euch nämlich gleich, was ich vergessen habe. Und zwar habe ich nämlich euch vergessen, diese mega coole Jogginghose zu zeigen. Ich liebe die. Habt ihr wahrscheinlich schon bei mir jetzt gesehen in den Vlogs oder vielleicht auch nicht. Aber I love that. Ich mag ja so Jogginghosen, wie ihr vielleicht wisst. Und das ist eine echt coole Jogginghose. Die hat unten so ein Bündchen. Ich trage sie total gerne mit meinen Fila-Sneaker oder auch mit meinen Vans. Ich ziehe das auch gerne draußen an. Kann man nämlich sehr, sehr gut kombinieren. Ich zeige euch nämlich gleich wie. So würde ich die Jogginghose kombinieren mit meinen weißen Fila-Schuhen. Die sind halt schön chunky. Ich mag das total gerne. Und darüber habe ich meine Flanell-Mantel drüber angezogen. Habt ihr bestimmt weiter vorne im Video schon gesehen. Ja, das ist so, wie ich diese Jogginghose tragen würde und ich liebe es momentan total. Sie ist schön flauschig und sie hält mich warm jetzt noch in der kälteren Jahreszeit und ich liebe einfach den Stil. Ja, kommen wir zum nächsten Teil. Das ist ein Duo, wollte ich sagen. Das ist so, wie sagt man denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Ober- und Unterteil, was zusammengehört, was farblich zusammenpasst. Ja, keine Ahnung. Ich ziehe es auf jeden Fall an. Ich zeige es euch gleich. Da ist auf jeden Fall hier, wie schon gesagt, ein Oberteil. Das ist so eine altrosa, pinke, coole Weste. Weste sagt man? Also eher so eine dünne Jacke. So eine echt coole Jacke mit so, schaut mal, voll cool, mit so, ja, wie heißt denn so Karabinerverschlossding, Gedönster. Habe ich letztens bei Loredana gesehen, schaut mega cool aus. Deswegen habe ich mir auch sowas unbedingt gönnen müssen. Dann die Hose dazu, schaut auch richtig cool aus. Hier auch so eine Jogginghose, also so eine Art Jogginghose, aber der Stoff ist auf jeden Fall sehr samtig, sehr weich. Hier unten beim Bein ist es auf jeden Fall so ein Bündchen. Hier an den Beinen gibt es ja so große Taschen, dann die Kordeln, die schwarzen und hier auch so ein cooles Bündchen. Ja, und hier hat man dann halt wieder diese Karabiner-Gedöns da. Finde ich richtig cool. Ich werde es auf jeden Fall gleich mal anziehen. Boah. Und hinten, schaut mal, man hat hier bei der Jacke hinten am Rücken so eine große Tasche. Kann man mal Sachen windeln oder so reinstecken. So als Mutter denkt man halt natürlich praktisch darüber nach. Richtig cool. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das angezogen ausschaut. Die Größe ist schon mal perfekt. Habe ich gut gewählt. Fühle ich mich gleich wie in den 90ern. I love it. Ich finde es einfach cool, dass die
die Stile immer so zurückkommen. Ich gehe jetzt ein paar Schritte zurück. Also was man hier so jetzt in der Kamera erkennen kann, das schaut richtig cool aus, oder? Also mir gefällt das richtig gut. Die Farbe ist sehr, sehr schön und auch der Schnitt. Richtig coole Weste, Mann! Ja, so schaut sie aus als Ganzes. Man schaut auf jeden Fall, ich finde richtig, also es ist mein Geschmack, mir gefällt das richtig gut. Das Einzige, was ich jetzt nicht so verstehe, ist diese Schnürchen hier. Gehören die nur so? Muss ich das jetzt irgendwie binden? Keine Ahnung. Die werde ich wahrscheinlich dann abmachen, weil die mir nicht so gut gefallen. Aber das Ganze, bitte, wie cool schaut das aus? Oh mein Gott, schaut mal. Wie cool ist das bitte? Und man kann es natürlich auch offen anlassen. Man kann es natürlich auch separat anziehen. Man kann sagen, man zieht jetzt nur das Oberteil an zu irgendwas, Jeans, dies, das oder nur die Hose. Ja, ich finde das. Das mache ich mal kurz da rein. Das gefällt mir nicht so, aber richtig cool. Richtig cooles Teil. Also da muss man sich jetzt natürlich auch die richtigen coolen Schuhe dazu vorstellen. Ich kann mir da die Boots, aber auch Sneaker sehr gut vorstellen. Eher so chunkige, große Sneaker, die ja jetzt modern sind. So diese, na, Balenciaga, wo auch, die, also natürlich, das ist natürlich ein sehr, sehr teurer Schuh. Aber da gibt es auch so die günstigeren, überall, auch bei Shein, findet man so richtige, chunkige, große Sneaker. Die würden dazu richtig nice ausschauen. Dieser Body ist aus der Übergrößenabteilung. Shein hat nämlich so eine ganze Übergrößenabteilung. Da gibt es nämlich wirklich coole Sachen dabei. Und da habe ich mich halt in dieses Teil verliebt. Deswegen habe ich das mitgenommen. Ich bin mir jetzt aktuell nur über den Ausschnitt nicht so ganz sicher. Ich bin jetzt nämlich nicht so der offenherzige Typ. Das ist Größe 0XL. Weil ich es gerade gesehen habe. Und es ist ein Body, ja, den macht man hier zu im Schritt. Ich habe mal gedacht, dass es cool ist, weil es dehnt dann halt auch immer so. Aber ich würde mal sagen, ich ziehe es mal an und zeige euch, wie es ausschaut. Bin dann mal gespannt. Ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen, oder besser gesagt die Bluse, weil sie ein bisschen mit dem Hintergrund hier verschwindet. Ja, so schaut sie aus. Richtig schön. Ich finde die Ärmel richtig schön mit diesen, ja, mit diesen Netz und Punkten. Das schaut richtig cool aus. Der Ausschnitt ist wie erwartet, also offenherzig, aber kann man tragen. Schaut, das finde ich jetzt nicht zu extrem aus. Richtig schöner Body war jetzt das letzte Teil aus dem Shein Haul. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.